Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle ist jetzt bereits vollständig geleakt worden. Und jetzt, beziehungsweise jetzt die Tage, beschäftigen wir uns mal mit den ja, für uns interessantesten Sachen, die wir aus diesen Leaks erfahren haben. Jetzt in diesem Video Shiny Hunting. Was kann man Shiny hunten? Was ist wiederum Shiny Locked? Methoden. Was ist anders im Vergleich zu Pokémon Schwert und Schild? All das, was wir bisher aus den Leaks wissen. Und die Tage covern wir noch andere Sachen. Sprich, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst den Kanal gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Spoilerwarnung. Genau, Spoilerwarnung geht raus an die Leute, die nicht gespoilert werden möchten. Beziehungsweise, ich kann ja sagen, was wir spoilern werden. Den vollständigen Decks werden wir spoilern. Events und ich glaube, das war's. Sprich, wenn ihr die beiden Sachen nicht gespoilert werden möchtet, schaltet jetzt ab. Ansonsten 3, 2, 1, let's go. Alright, das ist der vollständige Pokédex in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle. Und aus all diesen Mons sind nur zwei Stück Shiny Locked. Ja, die man nicht Shiny fangen kann. Nämlich handelt es sich um die beiden Event-Mons, die man geschenkt bekommt. Nämlich A, Jirachi und B, Mew. Nur die beiden Mons sind Shiny locked. Der Rest ist fangbar als Shiny. Beziehungsweise sind Shiny erhältlich. Darkrai, Shaymin, Arceus ist noch nicht im Spiel drin. Es sieht wirklich sehr komisch aus. Ein paar Sachen sind drin. Aber das eigentliche Main Event, nämlich der Arceus Encounter, ist noch nicht drin. Wird wahrscheinlich mit einem Patch noch nachgeliefert. Aber stand jetzt kein Arceus. Ja, Darkrai in Shiny fangbar. Shaymin in Shiny fangbar. Deoxys. Alle außer, wie bereits gesagt, Mew und Jirachi. Was, ja, da ist einiges zu tun im Postgame, wenn wir das Spiel durch haben. So, hier brauche ich eure Hilfe, weil das ist mir noch nicht so ganz ersichtlich. Also bei Pokémon Schwert und Schild gab es ja Square Shiny und Star Shiny. Ne? Bei Square Shiny das Funkeln, beziehungsweise beim Funkeln kam noch so ein paar Rechtecke dazu und beim Star Shiny halt Sterne. Hier allerdings ist es so, dass man immer, wenn man ein Shiny-Pokémon in den Kampf reinwirft, es immer anders glitzert. Beispiel hier, wartet, ich muss den Bildschirm zurechtschieben, wieder wundervolle Prep, I know. Hier, das ist dasselbe Plinfa. Kampf 1, hier kommen 3 Sterne. Kampf 2, hier ist nur ein Stern. Ist halt jetzt die Sache. Sind das wirklich ein und dasselbe Plinfa? Weil das ist mir nicht so ganz ersichtlich, auch nicht aus den Kommentaren. Wenn es dasselbe Plinfa ist, gibt es dann noch verschiedene Shiny-Formen? Oder gibt es wirklich nur eine einzige Shiny-Variante und das ist halt vom Kampf zu Kampf gerandomized, wie viele Sterne, wie viele Funken als rauskommen? Oder wenn es zwei verschiedene Plinfas sind, ist das vielleicht super shiny und das vielleicht normal shiny? Das kann auch sein. Ja, die beiden Sachen reiten sich gerade ein wenig, wo ich tatsächlich noch nicht weiß, was jetzt von beiden wirklich zutrifft. Wenn ihr da mehr Bescheid wisst, haut's gerne raus. Wenn nicht, ja, sind ja nur noch 9 Tage bis zum Release. Werden wir auf jeden Fall streamen auf Twitch. Ja, Link in der Beschreibung. Seid gern dabei. Wir machen eine lustige Challenge. So. Der Pokeradar kommt zurück. Ist eine Variante, eine Möglichkeit, um an Shinies zu kommen. Allerdings ein bisschen aufwendig. Es gibt viel angenehme Varianten, wie zum Beispiel jetzt Züchten. Ja, ist am angenehmsten. Wenn ihr allerdings keinen Bock auf Züchten habt, sondern lieber so Shinies fangen möchtet, ist der Pokeradar schon hilfreich. Weil mit Hilfe von dem Pokeradar könnt ihr halt in der Wildnis Shiny fangen. Der sagt euch dann, ich glaube, der sagt euch ja hier.
People say shiny Pokémon is hiding there. Sprich, der gibt euch Hinweise, yo, hier kann ein Shiny sich verstecken. Also eine weitere Möglichkeit kommt hinzu, an shiny Pokémon zu gelangen, beziehungsweise shiny Pokémon zu fangen. Interessant ist auch die Tatsache, dass es, nachdem ihr den Nationaldex erhalten habt, ein weiteres Geheimgeschenk gibt. Nämlich ein Level 5 Evoli von einem Mädchen, nachdem ihr den Nationaldex erhalten habt. Und dieses Evoli ist nicht shiny locked. Ja, sprich, das könnt ihr resetten. Die Starter sind auch nicht shiny locked. Bei den Startern müsst ihr aber aufpassen. Im Starter-Auswahl-Bildschirm seht ihr noch nicht, ob das shiny ist oder nicht, sondern erst im Kampf dann. Ja, dass ihr diesbezüglich Bescheid wisst. So, dann schauen wir uns noch die beiden Events an, nämlich Darkrai und Shaymin. Bei Darkrai müsst ihr den Nationaldex haben. Ihr braucht so eine Member-Card. Und dann ja, schaltet ihr das Darkrai-Event frei. Bei Shaymin müsst ihr das Game durchgespielt haben, ebenfalls den Nationaldex haben und Eisbrief. Dann schaltet ihr das Shaymin-Event frei. Beide nicht shiny locked, sprich könnt ihr resetten. Ob ich es mache? Puh. Schauen wir mal. Last but not least, interessant ist auch folgender Post. Der Typ hat das Pokémon dieselben Einstellungen gegeben wie bei Schwert und Schild, ein Square Shiny Pokémon. Ja, Square Shiny Pokémon, Schwert und Schild waren ja die selteneren Shiny Pokémon. War immer so, dass das Shiny Pokémon hatte eine Chance von 1 zu 16, dass es Square Shiny ist. Ja, diese Einstellung hat da das Blindfall gegeben. Und ihr seht im Hintergrund, das ist kein Square Shiny, sondern der funkelt so süß. Okay, wir schauen uns das Video nochmal kurz an. Das erste sollte Square Shiny sein. Habe ich ja bereits gesagt. Bam, nicht Square Shiny. Das zweite wiederum ist kein Square Shiny, aber sieht halt trotzdem nahezu identisch aus. Wobei beim ersten, ich glaube, das funkelt mehr, ne? Das ist viel bunter, die Sterne. Schauen wir mal beim zweiten. Ja. Ist auf jeden Fall noch zu erforschen, was es damit auf sich hat. Aber ja, das soll es dann erstmal gewesen sein für dieses Video. Wir sehen uns dann zu einem neuen Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten ja, sehen wir uns zu einem neuen Video wieder. Bis dann, haut darin, ruft dahin.